Tag Leute, weiter geht's hier in Sonnewick. Wir haben ein ganzes Team und wir brauchen jetzt ein Pokémon Center. Erstmal ganz schnell. Wo ist denn ein Pokémon Center? Dies hier ist eine Küstenstadt und gleichzeitig das Tor zur Pokémon-Liga. Geil! Ah, da. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena. Deswegen haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. Sehr modern. In Sonnewick scheint ständig die Sonne. Das System ist also perfekt. Die Sonne muss nicht mal ständig scheinen, wenn du überall, wenn du die Straßen mit Solarzellen pflasterst. Ne? Dann werden die immer genügend Licht irgendwer bekommen, um Strom zu erzeugen. Vor allem werden die so viel sammeln, dass es praktisch schon egal ist. Aber auf die Idee kommen wir in der Realität natürlich überhaupt nicht, weil das kostet aber. Ja, no shit, Sherlock. Eins träumt sich davon, Arena zu werden. Mein Traum hat sich doch nie erfüllt, aber ich habe immer Pokémon an meiner Seite. Die können zwar nichts, aber sie sind da. Ich lebe also ein glückliches Leben. Ja, sondern mit einer schmalen Landzunge umgeben von mir und den Bergen. Der Mangel an Raum macht die Stadt mit Solarzellen wett, die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, den Natur, Pokémon und Menschen ein Ganzes bilden. Unglaublich, dass du das. Du bist sowas von cool. Du hast ja schon 7 Orden. Ja. Ich bin schon geil. Ja, das stimmt. Wir haben übrigens nur, ich glaube, wie viele Erdbeben haben wir? 10? Um den Äther werden wir nicht drum rumkommen in der Arena. Weil die anderen... Ja, nee. Ich sehe bei den anderen eigentlich niemanden außer Mew. Und Luxtra, der dann auch ansatzweise helfen kann in der Arena. Also es hängt halt viel von Spike ab. Wir sind halt wirklich so ausgerüstet von unserem Pokémon her. Oh, sorry, ich wollte euch was zeigen. Dass wir halt gerade so für alles eine Lösung haben. Hallo, oh Gott, mir los. Was ist ein Untergrundhöhlen? Je nachdem, wo du hinabsteigst, gibt es verschiedene Orte. Deshalb kommt mein Erkundungsset an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Der Untergrund, man Ewigenau und Adam aus Schlittburg miteinander verwandt. Echt? Nimmt man Adams Sohn Veit hinzu, hat man ein Trio hervorragender Bergleute. Die Sphäre, die man in Untergrundhöhlen findet, sind wie Edelsteine. Man kann sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Eines Tages hatte ich in Untergrundhöhlen das Bewusstsein verloren. Aber Veit eilte mir zu Hilfe und rettete mich. Seitdem habe ich eine geniale Geschäftsidee nach der anderen. Illegal, versteht sich. Komische Sonnenbrillenträger. Ehe man sich daran macht, Schätze auszugeben, sollte man versuchen, gemeinsam mit Freunden Schimmersteine zu sammeln. Das lohnt sich nämlich, du wirst schon sehen. In Untergrundhöhlen soll es gewisse Stellen geben, an denen Pokémon sich bevorzugt in Gruppen aufhalten. Okay. Beginn dich in Untergrundhöhlen, leben dort ein tolles Abenteuer. Das ist ein nutzloser Raum hier. Ach ja. Oh. Ach, das ist auch so eine Art Markt, ne? Markthalle. Siehst du den Stickerhändler da? Heute hat er neue Sticker auf Lager und so und nicht anders gefällt's mir. Okay. Oh, dein Shellterra. Das hat sich enorm angeschickt. Gib ihm das wohl dieses Fleißband. Fleißband. Geil. Ja. Der Sonnewegmarkt ist bekannt für eine große Auswahl an Stickern. Nutzloser Sonnenwegmarkt. Und dann hast du zu sagen, Menschen und Pokémon passen ihr Leben an der Umgebung an. Wir alle tun das, denn nur so überleben wir. Ja, schön. Da ist sie, Jasmin! Ich heiße Jasmin. Ich bin eine Arenaleiterin. Oh, aber nicht in dieser Stadt. Ich bin Arenaleiterin der Johto-Region. Es würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Ich kenne sie und ich würde so gerne ein Remake davon haben, Let's Go-Stil. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren. Ja, da kommen wir gleich zur Arena. Ich muss noch einen Weg nach oben wiederfinden. Diese Stadt ist nicht sonderlich gut aufgebaut, was ihre Verkehrsstruktur angeht. Das ist echt verwirrend, tatsächlich. Hier? Pokémon Fails, Sonnewegs charakteristische Sehenswürdigkeit. Aha. Dieser riesige Fels, das ist nicht ein Pokémon? Ja, Relaxo.
Ein Donnerstein. Ja, wir haben Pikachu gut, können das so Raichu werden, aber leider brauchen wir ihn nicht, weil wir keinen Pikachu haben. Wir haben einen Luxtra. Gab es hier oben irgendwas Spannendes? Ich suche immer einen Superangel. Ich weiß nicht, wo es Superangel gibt. Und keine Sorge, wir gehen gleich in die Arena. Jasmin, du bist eine Stahl-Pokémon-Trainerin. Die erste Stahl-Pokémon-Arenaterin der Geschichte von Pokémon. Ja. Ja, dieses Skelett, dieses glitzernd grelle Ding, das du da hast, das ist echt cool. Das ist unser von der Pocketch. Eine wahrlich wunderbare Erfindung, weißt du nicht? Ich habe die Erlaubnis der Pocketch-Gesellschaft erhalten, Apps für den Pocketch zu entwickeln. Weil Trainer ist auch bestimmt Pokémon mit menschlichen Wesen. Das werden wir ansehen. Ja, ein Hundemon hat wirklich ein ernstes Wesen. Danke, dafür füge ich deine Pocketch die Kalender-App hinzu. Okay. Der Kalender zeigt den Monat an und ermöglicht es dir, wichtige Ereignisse vorzumerken. Mal sehen, ich würde gerne einen Blick auf ein naives Pokémon werfen. Meine Pokémon sind nicht naiv. Sind vielleicht frech. Oder ernst, aber nicht naiv. Ja, gut erzogen. Weil ich weiß gar nicht, wenn Mew vielleicht ein naives Wesen habe. Aber ich glaube nicht, weil Hundemann ist da nicht vorne. Also müsste das nur Pokémon treffen, die vorne sind. Leuchtturm, das Leuchtfeuer der Sinnoh-Region. Der Redner übertreibt es mit Elektrizität. Er muss wirklich mal an die Stadt denken. Die braucht auch Strom. Keine Sorge, ich klatsche dem gleich ein, dann passt das schon wieder. In Jasmins Stadt, ich komme nicht auf den Namen, gab es übrigens auch einen Leuchtturm. Und eine Sidequest, wenn man sie überhaupt herausfordern konnte. Hä? Du bist also die neueste Herausforderung in der Arena von Sonnewick? Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich mir eine Herausforderung in der Pokémon-Liga, dass es klar ist. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich nichts mehr hier. Ich will vor allem als Pokémon-Trainer elektrisierende Kämpfe austragen. Als härteste Einheit der Sinnoh-Region will ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich einsetzen. Ist das klar? Enttäusch mich nicht, du Pfeife. Auch sehr nett. Der ist ein sympathisches Kerlchen. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Was kann man denn von hier sehen? Die Pokémon-Liga! Ja, das ist unser großes Ziel. Die Pokémon-Liga und sie dann auch zu gewinnen. Aber das ist noch ein weiter Weg. So, jetzt mal Arena. Let's go. Let's go, Pikachu. Du hast aber Mew dabei. Ja, weiß ich. Wo ist denn die Kack-Arena jetzt eigentlich? Hallo? Noch mehr Häuser, scheiße. Ich habe gehört, dass Team Galactic nichts Gutes im Schilde führt, aber hier in Sonnewick haben wir noch nie einen von ihnen gesehen. Ja, hält auch nicht mehr, die sind nämlich alle kaputt. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Cyrus. Kenn ich. Er mied Menschen und fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich, dass er ein guter Schüler war. Was wohl aus ihm geworden ist? Ein Arschloch und ein größenwahnsinniges Arschloch dazu. Oh, das höre ich aber nicht so gerne. Naja. Der Anführer von Team Galactic. Aber dann in die Dame wohl einen Herzinfarkt bekommen. Oh, hallo, du bist ja mal ein knuffiger Trainer. Mein Mann ist Matros und arbeitet in der Ferne. Ich sehne mich sehr danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings ist das Warten ganz schön langweilig. Na, ich habe eine Idee. Komm doch ab und an zum Plaudern vorbei, ja? Gerne. Ciao. Ja, wo ist die noch gleich? Ach, Mew, komm schon. Hi. Oh, du bist's. Er ist endlich zurück und er wirkt irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er dir dein Können angesehen und kann es kaum erwarten, gegen dich zu kämpfen. Denk daran, dass du zu tun hast, Heißsporn. Sorge dafür, dass in der Hitze des Gefechts der Funke der Kampfeslust auf ihn überspringt. Na dann los, Heißsporn. Ich warte in der Pokémon-Liga auf dich. Also, wenn du da hinkommst. Ignaz, der Feuertrainer in der Liga, der kaum Feuer-Pokémon einsetzt. So, Leute. Ich bin gespannt, aber das... Na, wir laufen die Geschäfte? Oh, danke der Nachfrage, sehr gut. Aber hör mal, zukünftiger Champ,
Lass mich mal dein Trainer-Etui sehen. Wie viele Orden hast du? 1, 2, 3. Wow, das ist schon 7. Hast du die irgendwo gekauft auf dem Schwarzmarkt oder so? Egal. Das heißt ja, wenn du deinen hiesigen Gegner besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Ich werde auf dich wetten, dann kriege ich sehr viel Geld. Dann ist es auch das letzte Mal, dass ich beraten kann, leider. Also hör mal gut zu, nur dieses eine Mal noch, ja? Der Arenaleiter hier ist ein Meister im Umgang mit Elektro-Pokémon. Mehr kannst du nicht zu sagen, den Rest musst du selbst erledigen. Aber kleiner Tipp, Boden-Pokémon oder Gesteins-Pokémon können den Job leicht erledigen. Gut, dann werden wir das so tun. Ja. War das hier nochmal? Hallo? Ah. Habe ich Spike schon nach vorne getan? Ich glaube nicht mehr. Scheiße. Oder habe ich es? Ich hoffe es. Wirst du das bis zum Arena-Leiter schaffen? Bist du da wirklich sicher? Ich nehme mich nicht. Halt die Fresse. Schulkind Odette. Ein Pachirisu. Sind ein bisschen tanky, Eichhörnchen. Ich habe doch schon nach vorne gepackt. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Du wirst aber kein Erdbeben einsetzen, weil du hast nur 10 davon. Du müssen ein bisschen. Opa, ich habe Ether. Ach komm, was soll's. Hau Erdbeben drauf. Ja, Mann! Das Krachen! Gerade erst renoviert, schon stürzt wieder alles zusammen. Weiter so. Genau, reiß die Hütte ab, Spike. Machst du komplett den Erdboden gleich. Okay. Die Zahnräder drehen und drehen sich. Mein Kopf dreht sich auch und ich bin raus. Tja. Großes Maul, nichts dahinter. Was haben wir hier oben so Spannendes? Ach nee, jetzt kommen die Brücken dazu. Oh, diese Arena, ne? Hä? Was? Also ganz kapieren durch die Arena noch nicht. Ich will gewinnen, hinter mal diesen Willen mit meiner neuen Gitarre, treuen Gitarre. Ich will gewinnen mit Pokémon mit dem Star, ich hab diese Mod nur beharre. Oh Gott. Gitarrist Jonah von den Jonas Brothers. Oder so. Das wird dir nichts nutzen, Luxtra. Erdbeben. Ah, Luxio, nicht Luxtra, Entschuldigung. Warum eigentlich nicht Luxtra? Wieso entwickeln die ihre Pokémon nicht weiter? Was soll das? Tschüss. Es hat nichts zum Sieg gereicht. Heute gibt es keine Zugabe von uns. Danke. Oh Mann, wie komme ich denn hier weiter, verdammte Axt? Das ist kacke. Hast du diese Arena? So komme ich hier weiter. Aber nicht mehr zu ihm rüber. Hä? Mein Kopf tut weh. Dies ist die härteste Arena in der ganzen Sinnoh-Region. Da bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken erlernen. Schulkind Joel. Das ist gut, weil nämlich Spike kann ja auch Knirscher. Knirsch das Ding mal weg. Ist schon lustig. Unser Unlicht-Pokémon kann kein Knirscher. Aber unser Pflanzen, unser Elektro-Pokémon können Knirscher. Wobei, ist Luxtra nicht so hässlich auch Unlicht? Ich bin mir nie sicher. Es sieht so aus, aber ich glaube, es ist nur Elektro. Frostdetail 46. Sehr gut. Du bist ganz schön stark. Ja. Das schön, dass dir auffällt. Aber diese Arena mobbt mich trotzdem. Aha.
Kopfweh, Hirnweh. An meinen Klamotten kann man sehen, dass ich keine halben Sachen mache. Du bist ein Pikachu-Kind. Claudia. Dafür ist mir ein Erdbeben echt zu schade, weißt du das? Pikachu, tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist mir kein Erdbeben wert. Kaum Rasierblatt, Snap-Attacke, physisch, hau weg das Ding. Also, geht doch. Sorry, Pikachu. Nur noch ein Pikachu. Es ist ein bisschen Mobbing, dass die alle Pikachu haben und ich mich erstmal mit einem Pichu beschäftigen müsste. Ich habe mir jetzt geguckt, ob ich Evoli kriege, es ist keins gespawnt. Nicht eines in 4 Stunden. Das, ja, ne? Lustig, ne? Toll. Scheiß Evoli. Aber egal. Wie viele Pikachu hast du eigentlich noch? Hast du 4 Pikachu? Die cheatet doch. Die hat doch Lockduft oder so ein Quatsch eingesetzt. Die andererseits mit was? Die hat ja nur Pikachu. Aber es sind alles weibliche Pikachu. Vielleicht haben die Konkurrenzkampf ausgelöst und die haben einfach die Bälle geschmissen, bis alle gefangen hat. Sie hatte ein männliches Pikachu mit ihrem Vater dabei und das hat alle weiblichen angelockt. Sie hat einfach Bälle drauf geschmissen. So wie Ash in der Einführung, wo er, keine Ahnung, gefühlt 30 Tauros fängt. Gefühlt alle Tauros, die in der Safari-Zone rumlaufen. Ich habe das ernst gemeint. Lach mich nicht aus. Das meine ich übrigens auch ernst. Ha, ha, ha. Nein, das ist ja gemeint. Man lacht keine Kinder aus. Nur andere Kinder lachen Kinder aus. So. Strom. Oh, hi. Oh, ich singe jetzt mal nicht. Egal, ob Trainer oder Gitarrist, beide brauchen Hingabe. Wir können es verbessern. Ja. Ja. Da hast du vollkommen recht. Und einer, den Magnetilo hat, habe ich ein Problem. Ein Raichu. Rai. Ich mag Raichu. Ich verstehe auch nicht, warum sich Ash Pikachu nie weiterentwickeln wollte. Ja, ich war in der Zeit so nach 20 Jahren, oder? Dass doch mal zu Raichu wird. Level 58 für Luxtra. Hordeo. Mein Können hat mich im Stich gelassen. Ich war wohl nicht im Einklang mit mir. Aber das war nur ein Pokémon. Ich 6, du hättest so oder so nicht gewonnen. Jetzt hätte ich Bojelin raus, dann hättest du nicht gewonnen. Vielleicht der jetzt schon durch? Nö, weil da drüben könnte ich durch. Ach, weil das Rote sind, drehen sich doppelt. Ah. Ich suche nicht nur einen starken Trainer, mit dem ich kämpfen kann. Es geht mir auch ums Adrenalin, um den Kick, das will ich spüren. Okay. Ach, das ist eine Sie, habe ich nicht gesehen, sorry. Hedwig. Ein Kadabra. Ich halte mich zurück, okay? Ich mache jetzt keinen Joke über seine Bitlos-Reihe. Gut gemacht, Spike. Und jetzt Kadabra. Ach ja. <lacht> 59 für Spike. Sehr gut. Und ein Raichu. Müsste genug Erdbeben übrig haben für. Wer ist da nochmal? Volkner oder so? Ne? Level 47 Frostedie. Noch 7 Level hinter Lassie. Ja, sie holt. Nein. Sie holt langsam auf, aber sie holt auf.
Deine Kraft ist beeindruckend. Sie hat mich ganz in ihren Bann gezogen. Ich hätte gerne ihre Klamotten, die sind cool. So, jetzt kommen wir endlich hier durch und da ist dann... Das ist jetzt nicht wahr. Unsere Arena hat ja eher langweilig umgeschaltet, schrie, funken, das war verhaftet kommen, das ist ein Gräse, komisch. Okay, er hat ein bisschen Stromschlag bekommen. Was du sagst, meine Sohnesaub. Ah ja. Luxio. Ja, das gibt ein Rasierblatt, ist ja auch Geschichte. Aber keine gute. Schenkelklopfer. Oh Mann. Hey, wieso überlebst du das? Au! Ich darf mich nicht heilen, du Sack. Überleb das gefälligst, wenn ich dich nicht angreife. Das ist unhöflich. Du hast zu sterben. Also besiegt zu sein. Level 57 für Bojelin. Hydropumpe ist leider speziell. Du bist physisch, Bojelin. Der Spezialangriff ist für den Arsch. Immer gut 107. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, gut. Komm, für die Wasserdüse darfst du von mir aus haben. Aber eigentlich ist es nicht für dich so. Du bist besser im. Aber deine Abwehr ist scheiße, hab ich gerade gesehen. Bojelins Abwehr ist halt echt nicht vorhanden. Gefühlt. Bidifas. Uff. Bidifas. Aha. Ist das Ding Wasser? Ist Bidifas Wasser? Das war mir noch nie bewusst, dass der Wasser ist. Weil macht Sinn, ist ein Biber, aber. Das war mir ohne Witz nicht bewusst, dass der Wasser ist. Und so verklingt mein letzter Funke, Hoffnung auf einen Sieg. Kannst du wieder reden? Meiner letzte Hoffnung auf einen Sieg, ne? Ja, 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 schon klar. Schon klar. Hä? Warte, hä? Hä? Ich bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast. Aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Ich bin gerade restlos verwirrt. Von daher, lass mich bitte in Ruhe. Ich muss nachdenken. Mein Gehirn tut weh. Ein Stalos. Ja moin. In der Elektro-Arena. Mir gefällt die Arena. Erdbeben. Das überlebst du nicht, Stalos. Wobei doch vielleicht schon. Ja, meine Robustheit, das war selber Erdbeben. Ich bin tot, pass mal auf. Komm, mach Erdbeben. Nee, Eisenschweif. Ich hab noch 5 Erdbeben. Komm, mach mal Gigasauger, ist ja egal. Ein paar KP holen. Also ein. Aber wir können ja nicht die Hälfte von 1 bekommen. 0,5 KP wäre irgendwie nicht darstellbar. Meditalis. Das ist Psycho-Pokémon. Kriegst du das hin? Bist du dem Spukball, Frostetje. Ich weiß, du bist eine Glaskanone, aber... Ich will sehen, was du drauf hast. Meditalis. Spukball. Sehr effektiv und wir sind auch noch Geist-Pokémon. Ja. Tschüss mit uns. War wohl nix. Was macht deine Pokémon so besonders? Der Mensch dahinter. Oh Gott, die kotzen. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt, du Vogel? Warte. Wieso konnte ich jetzt? Das ist doch alles kacke. Kann ich jetzt irgendwie so drehen, dass ich zum Arena-Retter komme?
Was? Was? Hä? Mein Gehirn! Mein Gehirn tut so weh. Was zum Teufel tut ihr mit mir? Was? Was? Was wollt ihr von mir? Was? Hier weiter, ich kapier's nicht. Was ist das für ein Müll? Das ist doch Bullshit. Oh mein Gehirn. Ja, das wäre richtig, wenn ich von anderen Seite. Was zum Fick ist? Stimmt denn bei euch nicht? Oh Gott. Nein! Oh. Was ist das für eine Hundekacke? Ich wollte es in der Folge noch hinbekommen, die Arena, ne? Jetzt komme ich nicht weiter, leck mich doch am Arsch. Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch alles Bullshit! Alter. Krieg zu viel. Was soll denn das? Was soll denn der Käse? Scheiße, was soll denn der Kack hier? Nein. Was wollt ihr von mir? Ah, okay. Also, oh, mein Schädel. Nun denn, Herausforderin. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher schaffen, ja? Aber das sind alles Loser! Wisst ihr, waren alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ach, ich bin der Renner der Volkner. Man sagt, ich sei der beste Renner der Sinnoh-Region, aber wie dem auch sei, lass die Sache einfach hinter uns bringen, ja? Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen können, weil die anderen sind alles Kacklappen. Dein komischer Rivale auch, der Trottel. Er hat echt miese Laune. Volkner, der letzte der 8 Arenaleiter. Wird er uns als allererster besiegen? In Theorie würde ich sagen, keine Chance, aber warten wir mal ab. Wie viele Erdbeben haben wir noch? 5, ne? Er hat, wie viele Pokémon? 4, das sollte aufgehen. Erdbeben! Au. Oh nein, er schützt sich. Hat aber nichts geholfen. Die 55 für Lassie, sehr gut. 59 für Mew. Octillery? Ja, das packt aber Spike auch. Ich hab ein paar KP verloren, ne? Gigasauger. Ich sauge dir das Leben aus dem Körper, Octillery. Dankeschön. Achtundvierzig Prostetie. Ambidiffel. Du bist normal, du müsstest auch gegen Boden anfällig sein. Ja, nicht so unbedingt. Egal. Trotzdem ein Erdbeben. Nein, das ist schlecht, dann schreck ich zurück. Oh, du bist doch ein Arsch. Jetzt habe ich ein Erdbeben weniger. Kackbratze. Jetzt hole ich mir alles wieder, das weißt du, ne? Du bist jetzt komplett leer gesaugt. Und ja, lecker Affe.
Gigasauger! So, hat noch ein bisschen rumgeschlürft am Affen. Auch Spike schafft das. Level 60 für Spike. Sehr gut. Luxtra. Oh. Mach dich bereit. Ich habe meine Trumpfkarte. Spoiler. Du kannst fast nichts gegen mich ausrichten mit Luxtra. Denn Elektro hat auf uns keine Wirkung. Und alles andere, was man machen kann, ist, sagen wir mal, semi-effektiv. Außer das! Der Hell! Ja, das ist die gerechte Strafe für die große Fresse, die ich gerade noch hatte. Wieso kann dein Luxtra Eis zahlen und meins nicht? Wie scheiße ist das denn? Wäre natürlich auch eine Option. Eis zahlen, wo kriegt es her? Verdammt, muss ja in den TM sein. Was machen wir jetzt am besten verkehrt? Spike wird diesen Kampf nicht überleben. Außer ich wechsle jetzt wie eine Pussy meinen Spike einfach aus. Aber er hat die Flinkklaue. Spike, deine Flinkklaue muss jetzt zünden. Scheiße. Die Flinkklaue hat es im Stich gelassen. Schon wieder ein Pokémon verloren. Frostedie, beende es. Du bist schnell. War nicht so schnell wie Luxtra. Aber der kann sich mit deinem Eiszahn nicht wirklich angreifen. Wirst du jetzt hier zur Heldin? Eisstrahl! Komm, frieren ein! Schade. Nochmal Eisstrahl! Ist halt eine Glaskanone, soll ich sagen. Okay, weißt du was? Dann machen wir es richtig spannend. Luxtra versus Luxtra. Mal sehen, welches das bessere Luxtra ist. Kindersha! Der ist schneller als ich? Oh. Schockiert, hätte ich nicht erwartet. Du hast zwei meiner Pokémon ausgeschaltet durch eine blanke Überraschung. Wieso ist denn dein Luxtra schneller als meins? Soll denn der Kack? Na, wir haben gewonnen. Du hast dich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampf in deiner Pokémon. Ich immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Ja, dein Luxtra hat mich böse überrascht, Kollege. Das war seit langem wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist ein 8er Orden, den hast du dir redlich verdient. Alle 8! Du erhältst den Lichtorden von Volkner. Mit dem Lichtorden kannst du die VM-Attacke Kaskade über deinen Pocket verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon, ausnahmslos. Wenn du zu blöd, dass du noch ein Pokémon Home hast. Deine Megakanonen kannst du das auch nicht rüberholen. Hatte ich auch nicht vor, bis zu den Rematches. Und ich möchte, dass du die hier an dich nimmst. Du hältst dich auf den Volkner verwendet. Toll. Und die TM57. Und das ist was? Donnerzahn, bitte? Ladestrahl. Schnarch. Wenn diese Attacke trifft, kann sie den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Ja, aber meine Pokémon sind alle physisch, du Depp. Also die elektrischen. Also Luxtra. Der Rest ist teilweise speziell, teilweise physisch, aber... Raus aus diesem Blödsinn hier. Bloß raus, raus, raus. Wir haben jetzt mächtig überzogen, aber... Das muss halt auch mal sein, ne? Ich hab's geschafft!
Oh, Schraubsel, hast du die Räder besiegt, ja? Na klar hast du das. So, was hat das, hat das auf bwin.de gebracht? Oh, volle Quote, geil. Was? Aber weißt du was, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Ich werde dich setzen für die Liga, und wenn du gewinnst, ja, dann habe ich ausgesorgt. Willst du wissen, warum? Nun ja, dein Pokémon hat das Potenzial, noch viel mehr zu erreichen und mir noch viel, viel mehr Geld zu bringen. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Ganz 8 Sinnoh-Orden, Spitzenleistung, Kindchen. Und auf meinem Konto erst. Egal. Ja, gut. Ja, Leute, das war ein wirklich langer Part, muss ich sagen. Aber wir haben alle 8 Orden, wir können zur Liga aufbrechen. Ob das sinnvoll ist, ob ich nicht doch nochmal versuchen sollte zu trainieren, das entscheide ich kurzfristig. Wir sind auf jeden Fall am Pokémon Center hier wieder und dann geht es Richtung Pokémon Liga. Wenn ich trainiert habe, dann werde ich es euch sagen, dann werde ich euch ein Status-Update geben. Ich glaube aber nicht, dass ich viel weiter als 65 kommen werde mit Hängen und Würgen. Müssen wir mal sehen, wie wir da noch kommen und ob Frostedje wirklich noch aufholen kann. Das wäre vor allem Training für Frostedje. Aber hat es eigentlich noch das Glücksei oder das andere Kichern so angegriffen? Alter Knopf. Ja, hat es, okay. Ja, in dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr habt das auch so spannend wie ich. Und meine Fresse, sind wir eiskalt überrascht worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht gehe ich auch nochmal nach Ewigenau, gucke in das Center. In das Einkaufscenter, um zu gucken, ob es da vielleicht Eiszahn gibt, wenn ich es nur übersehen habe. Oder Donnerzahn. Wäre alles beides schön für Luxtra als Option. Und ansonsten, ja, macht es nicht gut, macht es besser. Lasst gerne noch oben ein Abo, da würde mich sehr freuen, wenn sie helfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.